Ein wunderschön und willkommen zurück zu Access Denied. Reason in Wild Fast Password. Ja, das neue Spiel Teil 3. Nein, willkommen zurück zu Mindclone 2, Episode, weiß der Geier was. Ja, keine Ahnung. 55 müsste jetzt graue Globe gerade gewesen sein. Nicht ablenken lassen hier. Sonst kriege ich mein Passwort nie hin. Würde was falsch? Sehr schön. Mal gucken. Vielleicht ersetze ich einfach mal alle Passwörter von mir. Mit ein paar etwas einfacheren. So, kommen wir hier direkt hoch. Ja, sieht gut aus. Ich kletter mal eben auf den Baum rauf. Easy. So, da oben ist unser Gebäude, glaube ich. Sieht so aus. Oder auch nicht. Hä? Doch, da oben, genau. So, das heißt, da müssen wir auch wieder rauf. Sollte nicht so schwer sein. So, ich würde sagen, am ehesten komme ich hier hinten hoch. Das ist ja auch der Bereich, wo wir runtergegangen sind. So, sieht gut aus. Oder hoch mit dir, komm, hoch, hoch, hoch. Du schaffst das. Ich glaube an Tische. Ja, wir sind wieder da. Wir sind wieder auf unserem Dixermuster. So, okay, muss ich wieder runter. Und jetzt hier hoch. Wow. Keine Spielereien. Junge. Wo bin ich hier? Ach, da oben muss ich hin. Oh Gott. Und jetzt da. Nein, hier geht's gar nicht weiter. Hier. Hallo. Ich brauche kurz einen Überblick. Da komme ich nicht hoch. Da komme ich nicht hoch. Wo komme ich denn jetzt hoch? Gut, probieren wir es mal hier. Auch nicht. Okay. Wie zur Hölle kommen wir hoch? So schon mal nicht. Oh Gott, wie kam ich denn letztens hoch? Nanu? Nani? Also hier sieht es so aus, als wenn ich hier ein bisschen hochkomme. Aber leider nicht allzu weit. Und hier ist auch schon auf. Gut, dann nehme ich mal dich hier weg. Jetzt kommt's. Das war dumm. Jawoll. Sehr schön. Easy. Easy peasy. So. Baum. Da musst du hin. Jetzt kommen eine wunderschöne Zeppelins. Und kommen jetzt genau hier hin. Müsste passen. So, und wehe, das wären keine wunderschönen Mammutbäume. Oh. Ja, ich muss erstmal Erde hin.
Weil die wächst ja leider nur auf Erde. So, dann bin ich ja mal gespannt. Haben wir irgendwie Bodenmehl? Bodenmehl? Ne, aber nicht. Na gut. Da bleibt uns also außer Warten nichts übrig. So, ihr kommt da mal bitte wieder hier rein. Wir können direkt wieder ein paar Bäume nachpflanzen. Danke, 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 danke. Danke, danke. Nein. Danke, danke. So, ja, einer ist schon gewachsen und ist sogar gleich ein großer, der andere ist auch ein großer. Sehr gut. Boah, Alter, wie schnell geht denn das? Auf einmal sind alles große gleich. Geil. Oh, wie cool. Oh, wie ultra duper, super duper nice. Oh ja, solltest du erhofft. Solltest genau so soll das sein. Easy. Okay. Dann können wir jetzt schon mal. Oh, der andere ist auch gewachsen. Das ist auch ein großer. Ist das geil oder was? Ich sehe nichts mehr. Es ist so dunkel hier auf einmal. Okay. Damit wäre die erste Frage: Auf welche Höhe kommt unser Haus? Ich würde mal sagen, wir nehmen erstmal das Dschungelholz. Nee. Wir nehmen normales Holz. Davon bekommen wir ja am meisten, weil wir da ja die ganze Baumfarm dann haben. Holz? Holz? So, auf welcher Höhe kommt unser Baumhaus? Ich würde halt hier unten gerne so drei Blöcke freilassen. Das müsste dann auf die Höhe sein. Andererseits kann das für das Baumhaus für sich dann ein bisschen eng werden. Doch, so machen wir so auf der Höhe. Aber... So, das kommt dann also hier so hin, da so hin. Easy peasy, ich sehe halt original kaum noch was. Upsi. Das sollte natürlich in der Praxis dann nicht mehr passieren. War hier nicht Sand? Okay. Genau, wir können jetzt mal hier austauschen gegen Dschungelholz. Das soll ja dann später hier soll ja so aussehen, als wenn der Baum. Ach du Scheiße. Aber war klar. Kannst du bitte aufhören, eine Bau abzubauen? Danke. Gut. Dann holen wir das hier gut ran. Easy. Ich bin nicht um. So, wurde der Baum jetzt weiter beschädigt? Nee, ne? Oh, ich falle in ein Riesenloch und komme nie wieder raus. Danke dafür. Scheiße. So. Okay. Hier muss das auch weg. Genau, das passt gut. Und hier brauchen wir jetzt ein bisschen extra Arbeit. Ja. Das musste genauso passieren. Och, leck mich doch am Arsch. Oh, ich bring dich um, du Hurensohn. Da willst du einmal was bauen und fackst einfach komplett. Ich komme da nie wieder hoch. So. Gehen wir halt den Weg, den wir gerade für ihn gebaut haben, hoch. Easy. Ich möchte sterben. Okay. Sehr schön. Dschungel. Hallo, danke. Ah, sieht gut aus. Hier ist auch noch dran. Sehr gut.
Ja, das Problem ist halt, dass die Bäume halt extrem viel Schatten werfen. Aber ist halt so. So, okay. Damit hätten wir das schon mal geschafft. Kommt jetzt hier wieder Holz hin. Und wir wollen mal hier weiter. Danke dafür. Scheiß Gräser hier. Natur. Braucht das schon. Wir sind ganz schön gedamaged, sehe ich gerade. Wir sollten vielleicht mal was essen. Das klingt so komisch. Das klingt so komisch. Na komm, füll die Herzen auf. Maria. Okay. Tja, bald gibt's ja, also ab nächste Woche, also für uns wird es noch ein bisschen dauern, weil ich mache morgen die nächsten Aufnahmen. Von daher wird es für uns erst übernächste Woche quasi im Let's Play sein. Aber jetzt im Echtleben habe ich vor, hier gleich eine Mod einzubauen, die mir JJK1 empfohlen hat, und zwar sogenannte Ways für keine Ahnung, Areas und keine Ahnung. Und damit kann man zum Beispiel halt bestimmte Bereiche in der Welt definieren, wo man dann zum Beispiel auch automatisch geheilt wird oder aber automatisch Damage bekommt und solche Sachen. Klingt ganz cool, mal gucken, ob es funktioniert. Privat habe ich sie schon getestet jetzt. Und da hat es soweit funktioniert. Wenn es funktioniert, wird es eine geile Sache. Ach, hier schon wieder. Man muss so aufpassen, dass man nicht in sich selbst baut, weil man hat ja gesehen, da kriegt man Schaden. Und ich habe das Gefühl, es wird immer dunkler. Ich glaube, ich brauche jetzt noch ein paar Fackeln hin. Fackel. Oh, hab ich sogar ein paar. Dann kommt hier eine hin. Hier eine hin. Da eine hin. Da eine hin. Da eine hin. Da eine hin. Ja, sorry. Deine, deine. Ah, schon gleich ein bisschen heller. Sehr gut. Dient gleichzeitig auch als Bodenheizung, weil natürlich die Wärme ins Holz eindringt. Logisch. Und dann der. Oh, egal. Man könnte auch so richtiges Lagerfeuer machen. Das ist quasi wie so ein Kochtopf. Apropos, wir brauchen noch einen Eingang. Wir brauchen noch einen Eingang. Mist. Daran habe ich jetzt eher weniger gedacht. Wo machen wir den Eingang hin? Oder wir machen eine Leiter nach oben. Das würde an sich auch funktionieren. Ich mache dich mal weg. Dafür kommt da dann Erde hin. Und an die Erde kommt dann hier. Nee, so direkt daran ist auch blöd. Weil direkt da, so kommt er dann nach unten die Mauer, die Wand. Und dann müssen wir jetzt weiter innen sein. Problem ist nur, weiter innen sind jetzt halt hier die Fackeln. So viele Probleme. Ha. Ha. Wie ab, du müssen wie. Ich würde sagen, wir bauen hier einfach eine Treppe runter. Das dürfte dann am coolsten kommen. Dann können wir von Baumhaus auch direkt schön zu unserer Farm. Ja doch, zu unserer Baumfarm. Das heißt, einmal auf. Nein, das da. Und dann gucken, wie viele wir bekommen. 4 Stück. Na, 8 sollten reichen. Eigentlich sind 8 schon viel zu viel, kann das sein? Mal gucken. So, wir brauchen erstmal da
Da. Hölle, die weit geht. Da, da, da kommt drauf, das heißt. So. Jetzt kommt das Ding wieder weg. Die kommt stattdessen von unten. Ja, geschafft. Nice. Perfekt. Sehr gut. So, jetzt habe ich jetzt hier einen schönen Aufstieg. Und kommt hier auch gleich zu unserer komischen Baumfarm. Vor allem komisch. So, und hier sind wir jetzt im Baumhaus. Gar nicht mal so schlimm. Kann man machen. Diese Aussicht einfach. Heilige Scheiße. So, um diese Aussicht zu genießen, brauchen wir auch Glasfenster, die müssen da ganz unten gehen. Warum sind hier nur drei? Eins. Müsste es nicht immer vier sein? Eins, zwei, drei. Oh, ich glaube, ich habe ein bisschen was verschoben. Lol. Ah, gut. Egal. Glas. Haben wir Sand? Garantiert nicht. Nope, wir haben keinen Sand. Das ist deprimierend. Wir müssen also nochmal runter. Da unten war, glaube ich, Sand. Wenn ich mich nicht ganz irre, jetzt kommen natürlich die Wolken. Klar, ich will Sand. Schwanz. Mann. Springe gleich runter. Kannst mal sehen, was du davon hast. Danke. Irgendwo war hier ein Strand. Ich weiß nur nicht mehr wo. Also da unten war kein Sand, da war nur Erde, und Geröll und Kacke und Mist. Und Schalulala. Ja. Da unten hatten wir, glaube ich, Sand gehabt. Ja gut, bringt also alles nichts. Wir müssen nochmal runter. Dann gehen wir auch nochmal runter. Schiff habe ich dabei. Wobei, so viel Sand werden wir gar nicht brauchen, dass sich da eine Chip in dem Sinne lohnen würde, aber. Wenn wir schon eine dabei. Ach du Kacke. Oh, ja, das habe ich vermisst. Ich sehe gar nicht, wo das Loch hier ist. Hier ist doch ein Loch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Panikattacken. Hallo? Oh nein. Hilfe. Alter, ihr wollt mich doch verarschen. Das machen die mit Absicht. Das ist genau auf der Höhe, wo diese Kackwolke ist, dieses Abgrund da zum inneren Loch da geht. Das ist so böse, das kann nur mit Absicht gewesen sein. So, da hinten ist Erde. Wir brauchen aber keine Erde, wir brauchen Sand. War, wie gesagt, in der Richtung war von Strand. Habe ich doch letzte Woche von. Also nicht letzte Woche, sondern bei der letzten Aufnahme. Doch gesehen gehabt. Oder. Habe ich mir das so eingebildet? Oder habe ich mir jetzt eingebildet, dass ich es da gesehen habe? Kurz. Bin ich auf Drogen oder was? Hier ist nur Schnee. Ich hasse Schnee. Außerdem ist das Spiel unrealistisch. Bei der Klimaerwärmung gibt es gar keinen Schnee mehr. Leute, guckt raus. Ja? Guckt raus. Wir haben Dezember. Ja? Übermorgen ist Weihnachten. Oder irgendwie so in der Art und Weise. Ja? Und es ist einfach nichts. Kein Schnee, kein nichts, kein gar nichts. Tja, also ich glaube mal, dass das irgendwo Sand ist, war wirklich nur eine Trugschluss von mir. Da vorne ist nämlich nur Eis. Weil hier nämlich alles Schneegebiet ist.
Das ist dezent deprimierend. Ah, nee, doch, da ist doch Sand. Guck mal, hier ist Sand. Yay! Geilomato! Ja, dann. Lasset uns schippen. Hä? Oh. Ich dachte, ist so wie bei meinem Test, dass wenn man hier den Sand abbaut, der Schnee dann einfach eins runter geht. Aber der droppt hier richtig. Na gut. Oh. Das sollte eigentlich reichen. Ich meine, die Fenster, die werden zwei breit und ich versuche sie so ungefähr drei hoch zu machen. Oder wir machen wirklich komplette Glasfronten. Weiß ich nicht, wie das aus. Nee, komm, wir machen immer eins weniger. Das heißt, wir brauchen. Wow. Einfach das gesamte Metall mit Schnee zugeklatscht. Klaro. Warum auch nicht? So. Bisschen fehlt noch. Ah. Man kriegt immer nur zweimal Schnee, ist ja interessant. Kann man das decken? Ja, sehr schön. Gut. So, also wir haben zwei Glasfronten. Ah ne, wir haben eine Glasfront, die zwei breit und drei hoch. Und wir haben zwei Glasfronten, die 3x3 sind. Heißt also 19 plus, was rede ich da? 18 plus 6. Das sind im Kopf, warte mal, 2 plus gedacht, 4 mal 5 ist die Quadratwurzel aus 81, also wieder 9. Jetzt sind wir wieder am Anfang. Nein. So, wir brauchen also 4 und, ja, also 24, eher Sand habe ich auf jeden Fall. Hallo, kommst du bitte her? Okay, na dann würde ich mal sagen, ab wieder nach oben. Oh, ein Schwein. Nahrung. Hunger. Braucht Fleisch. Zesch. Ah, willst du hier die Zeschen prellen oder was? Ozlot. Machen die was? Ah doch, die machen was. Wie kommt jetzt wieder hoch? Hilfe? Wo bin ich überhaupt gerade? Ne, da oben ist unser Berg, oder? Hilfe? Ist das unser Berg oder das? Ne, unser Berg ist doch nicht im Schneebiom. Scheiße, muss ich wieder so hoch hier. Wo ist unser Berg? Ist das unser Berg? Nein. Wo zur Fahr. Fickten Kack unser Berg? Irgendwo müssten vier große Bäume sein. Kommt jetzt noch dahinter oder was? Natürlich klar, durch die Wolken sieht man jetzt auch nichts mehr. Ja, da hinten, da ist unser Baum. Unser Häuschen. Sehr schön, da müssen wir hin. Ich gehe mal hier rum. Dürfte kürzer sein. Noch nicht. Mein Pathfinding ist natürlich auch absolute Grütze.
Ah, oder auch nicht. Ich glaube mal, bei dem Berg nimmt sich beides nichts. Wobei, ich glaube mal, links rum wäre es doch kürzer gewesen. Ach, scheiße. Ist ja auch egal. Hauptsache, ich komme überhaupt hoch. Das ist das Wichtigste. Da kommst du irgendwo hoch. Ami. Ami. Hab zu viel Sand in den Taschen. Ich bin zu schwer. Ja, ich habe die Kuh gesehen. Aber ich lasse sie. Weil da haben wir nämlich zwei verschiedene Fleischarten im Gepäck. Außerdem droppt die Kuh auch Leder. Das heißt, unser Inventar wird gleich doppelt so geklatscht. So, kommen wir jetzt hier lang? Scheiße, wo kommen wir jetzt nicht lang? Oh, immer das gleiche hier. Hier komme ich nicht hoch. Hier komme ich hoch. Komme ich nicht hoch. Mann. Geht doch. Nee, bin ich falsch. Da muss ich lang. Genau, das muss ich hier hoch. Genau. So. So war das. Oh, jetzt geht er hoch, du Mensch. Sehr schön. So, Ofen haben wir hier noch keinen. Dann baue ich mal schnell ein auf ein bisschen Stein. Und wir haben kein Stein. Ist das hier? Alter. Ja, man merkt, jetzt gab es ein Update. Jetzt hat er alles neue Texturen. Ich erkenne die Sachen gar nicht mehr wieder. So. Ein Ofen. Das geht einmal im Kreis. Danke, danke. Jetzt kommt, ich hatte bereits noch einen Ofen. Wetten? Nein, hatte ich nicht. Okay, sehr schön. So, die Kohle brauchen wir. Das Eisen können wir auch nicht mal einschmelzen. Wo war das jetzt gerade? Ach, war schon. Hab ich schon immer Inventar getan. Na, schau mal, na guck. So, du kommst hier mal weg. Da kommt der Ofen hin. Kohle unten, Eisen oben und dann ein bisschen Sand. So, wir brauchen 24. 1, 2, 3, 4. Sollte erstmal reichen. Dann müssen wir mal gucken, was wir bei der vorderen Front machen, wo nämlich die Haustür reinkommt. Weil die Tür ist ja nur eins breit. Ob wir dann bei dem Rest auch noch Glas reinmachen oder nicht. Wenn ja, bräuchten wir noch viermal mehr Glas. Müssen wir mal schauen. Oh, ich bin so aufgeregt, ich bin so aufgeregt. Komm, klick, 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 klick. Ja. Ja. Bam, bam. Okay. So. Dann gucken wir mal, wie weit wir damit kommen. Wobei einmal Kohle reicht genau für 8 Blöcke, richtig? Das heißt, es wäre sowieso sinnvoll, direkt noch 4 reinzumachen. 1, 2, 3, 4. Egal, ob wir sie nun brauchen oder nicht. Schon alleine deswegen, um halt die Kohle effektiv zu nutzen, macht das halt Sinn. Okay. Wir haben verdammt viel Holz mittlerweile. Nice. Können wir schon viele Kisten bauen. So, dann können wir das jetzt erstmal ein bisschen brodeln lassen. Wir bauen schon mal eine Tür. Da. Hier gibt es ja nur die eine Art von Tür leider. Aber... gut, aber wir haben gleich 3 Türen, wenn wir alle brauchen. Danke. So, kommt mich hier noch Glas, also quasi einmal hier rum, also 1, 2, 3, 4 mal Glas hin. Haben wir hier quasi auch nochmal 4 mal Glas. Hier nochmal 6 Glas und da 18 Glas. Haben wir insgesamt halt 24 plus 4 an Glas. Oder wir machen bei der Tür kein Glas hin, müssen wir mal gucken. So, mach hin. Das dauert ja lange hier. Das ist ja Sluim. Ich klatsche das ganze Scheiß jetzt mal rein, was ich alles im Inventar habe. Das ist ja schlimm, ist das so. Alter. So. Wie sieht's hier aus? Na gut, mache ich nächste Folge. Dann würde ich mal sagen, sehen wir uns dann bald mal wieder. Ich habe jetzt mal ein bisschen Pause hier. Und dann, ja,
sehen wir uns jetzt in der nächsten Folge wieder. Da sollte das genau passen. Perfekt. Gut. In dem Sinne, würde ich mal sagen, schau mit Fernsehen.